Herzlich willkommen hier im Landschloss Fasanen zu unserem 23. Schulkonzert der Musikschule Andreas Kern. Ein großes Dankeschön hier an erster Stelle an den Herrn Roland Zadra, dass er uns jedes Jahr diesen tollen Saal hier zur Verfügung stellt. Und noch eine Info, für die Kinder sind die Brezel und die Getränke frei. Also wenn ihr Hunger und Durst habt, geht dann schön da oben hin und nehmt euch was. Okay? So, 1997 wurde die Musikschule Kern von 7 Lehrern gegründet. Deshalb gründet man eine Musikschule. Als Lehrer hat man das Bestreben, die Schüler nicht nur pädagogisch zu fördern, sondern auch die Schüler sozusagen lebensfester zu machen. Und Musik ist da ein sehr gutes Mittel. Genauso wie Musik beim Zuhören Emotionen erweckt, so beeinflusst sie uns auch stark, wenn wir sie erlernen. Und man kann damit in jedem Alter anfangen. Und die Gründe sind ganz einfach. Das Erlernen und Spielen eines Instruments fördert die geistige Entwicklung, schult die Feinmotorik, weckt kreatives und emotionales Potenzial und vermittelt wichtige grundsätzliche Aspekte für ein erfolgreiches und glückliches Lernen. Zudem wirkt sich Musizieren positiv auf das Sozialverhalten aus. Und wenn Eltern ihrem Kind eine qualifizierte musikalische Ausbildung ermöglichen, ist dies ein wertvolles Geschenk für das Leben. Aber auch im Alter ist es auch bereichernd, ein Instrument zu erlernen oder gesanglich aktiv zu werden. Viele Menschen trauen sich im Alter nicht mehr, in eine Musikschule zu gehen. Dabei ist die größte Hürde einfach nur der eigene Kopf. Der Schlüssel ist, sich einfach zu trauen und anzufangen. Wer musiziert, fördert die Lebensqualität. Die Musikschule Kern hat 2013 den 2. Platz bei einem bundesweiten Musikschulwettbewerb gewonnen. Die Musikschule des Jahres war das. Und laut Jury hebt sich die Musikschule hervor, weil sie Wert auf Integration und Inklusion mit den Mitteln der Musik legt. Des Weiteren unterrichtet die Schule Menschen mit Behinderung und zum Beispiel unser Klavierlehrer, der Herr Jürgen Rabung, unterrichtet schon seit Jahren in der JVA in Zweibrücken und gerade der Unterricht in der JVA wirkt sich positiv auf die persönliche Entwicklung der Inhaftierten aus. Zudem sind wir die erste saarpfälzische Berufsfachschule für Musik und neuerdings für Hip-Hop-Kultur und moderne Medienproduktion. Die Lernenden an der Musikschule können BAföG beantragen und zudem arbeiten wir mit den Hochschulen zusammen, indem wir dann die Schüler auch weitervermitteln. Aber heute sind wir da, um das Erlernte unserer Schüler, ihrer Kinder zu hören. Es wurde fleißig geübt und wir freuen uns hier, das Erlernte zu präsentieren. Später stellen sich auch die Lehrer noch vor und wir haben noch eine kleine Überraschung. Der Jörg Mattern hat hier das Schlagzeug aufgebaut. Der präsentiert sich auch noch mit einem tollen Stück. So, und jetzt denken Sie, wer ist das da? Sonst moderiert ja immer der Herr Kern. Also ich bin die Neue in der Schule und deswegen hat es mich jetzt erwischt mit der Moderation. Aber Andreas, ich mach's gerne. Ich bin in der Schule die neue Gesangslehrerin. Ich unterrichte auch Stimmbildung für Gesang
Und dann jetzt haben wir auch jetzt entschlossen, dass wir dann halt auch noch für die Kinder was machen, dass wir musikalische Früherziehung noch machen, also für Kinder von 3 bis 6 Jahren. So, und dann stelle ich mich jetzt auch noch musikalisch vor, damit Sie was hören von der Gesangslehrerin. Und zwar haben wir ihn mitgebracht aus dem berühmten Film Der Pate, das Parla più piano. Thank you.
Den 250. Geburtstag von Beethoven dieses Jahr. Und so beginnen wir mit Freude, schöner Wetterfunken, gespielt von Lilli Wendel. Thank you.
So, als nächstes hören Sie Finn Roth mit Leckhart. Thank you.
So, jetzt kommt die Violinklasse von der Agnieszka Galan und der Jürgen Kamański begleitet. Ich begrüße Sie alle recht herzlich. Ich freue mich, das ist immer ein tolles Ereignis, ich glaube für uns alle. So viele tolle Stücke, so viele Musik, so viele tolle junge Künstler, die oft diese Augenblicke sind. Also für die Laie ist das der allererste Auftritt. Also ich glaube, Sie sind schon sehr aufgeregt. Vielleicht nochmal einen Applaus dafür nehmen. Ich bin Langström und ich begleite Sie jetzt. Thank you.
Dame Dietmar Lina-Kirch ist krank, also aus gesundheitlichen Gründen konnte sie leider nicht dabei sein. Deswegen macht die Maren weiter. Maren spielt auch